Hallo ihr Lieben, ich habe mir was überlegt, ich habe eine neue Idee und zwar möchte ich eine YouTube-Serie starten, wie das so viele andere auch machen. Und zwar nenne ich meine Lovelies. Wie der Name schon sagt, sind es so meine Lieblinge aus verschiedenen Sparten. Also ich habe mir gedacht, also diese Favoritenvideos gibt es ja an und für sich schon, aber die sind ja mehr so bezogen auf na, Kosmetika, ja. Und ich möchte es halt ein bisschen breit gefächert machen, halt nicht nur auf Kosmetika bezogen, sondern in meinem Fall jetzt aktuell, ne, aufs Baby bezogen, dann vielleicht noch auf die Medien oder auf na, verschiedene Sachen. So genau habe ich da noch nicht weitergedacht, aber ich habe schon drei, vier Sachen in Augenschein genommen, die ich dann so abdrehen werde. Wenn ihr irgendwelche Wünsche zu irgendeinem bestimmten Thema oder was habt, dann bin ich natürlich offen dafür. Genau. Ich würde jetzt auch mal starten. Und zwar ist das jetzt nun das erste Video und das dreht sich rund ums Baby. Ich habe erst überlegt, ob ich das teile hier, Babyspielzeug und Babypflege und Pipapo. Aber ich denke, ich werde das alles in einem machen. Und zwar wollen wir mal anfangen. Das A und O ist für den Anfang auf jeden Fall das, was hinter mir steht, wartet. Der Stubenwagen. Genau, der steht jetzt hier und ist nicht mehr in Benutzung, aber er ist auf jeden Fall Gold wert. Genau, gerade am Anfang, ne, wenn die Babys noch so klein sind und so viel schlafen und man noch so unsicher ist, dann will man die natürlich immer in der Nähe haben. Und das Babybettchen mal so ins Wohnzimmer zu verfrachten, ist, glaube ich, nicht so toll. Und da macht sich der Stubenwagen echt super. Also das kann ich nur empfehlen. Es gibt natürlich auch diese Babywiegen. Ist ja im Prinzip das Gleiche, nur dass man das Baby halt immer in seiner Nähe hat. Das ist natürlich auch mit Rollen. Du kannst das auch von einem Zimmer ins nächste mitnehmen. Jetzt das heißt, wenn du jetzt in der Küche kochst und dein Baby nicht alleine lassen willst, dann ziehst du es eben in die Küche. Oder wenn du jetzt im Schlafzimmer Staub wischst und dein Baby dabei haben willst, dann siehst du es eben ins Schlafzimmer. Also es ist wirklich toll. Die sind eh so klein am Anfang, dass die sich in diesem riesen Babybett total verloren fühlen. Also die brauchen es schon noch eng und kuschelig und dass der Stubenwagen was Tolles. Und außerdem wollte ich das haben. Unbedingt. Unsere Motte hat nur fast 3 Monate drin gelegen. Sie war aber auch groß, überdurchschnittlich groß. Und deswegen, also ich denke mal, so 4 Monate hat man einen Stubenwagen eigentlich schon für das Baby. Genau, das war meine Nummer 1. Dann meine Nummer 2. Mein Stillkissen. Hier oben mit so niedlichen, na, Miezen drauf. Das Stillkissen. Natürlich still ich auch, also das brauche ich. Definitiv. Viele haben es ja in der Schwangerschaft auch zum Schlafen schon genommen. Das war mir gar nicht, weil ich kann dieses Geräusch ist für mich. Nee. Aber zum Stillen einfach nur bombastisch. Und für ganz am Anfang haben wir das immer so gelegt, auf die Couch, und haben die kleine Motte dann so reingelegt. Da konnte die dann nicht wegrollern sozusagen, war ein bisschen erhöht. Sie hat uns dann immer besser gesehen, wir haben sie schön gesehen. Also das ist wirklich toll. Meins habe ich jetzt aus dem Internet, von eBay, aus irgend so einem Shop. Es war auch nicht teuer hier. Pff, 15 Euro glaube ich sogar nur. Also wen es interessiert, müsste ich jetzt mal gucken in meiner eBay-Liste, wo ich es direkt her habe. Genau, mein dritter Tipp oder Favorit ist dieser O-Ball. Unglaublich toll für die Entwicklung des Kindes, für die Motorik reifen. Ich habe jetzt, also die gibt es in verschiedenen Größen, verschiedenen Farben. Gibt es auch die ganz einfachen, ohne dieses, meinst du es jetzt hier vom Sterilisieren, vom Desinfizieren, also vom Keimfrei machen, ist es jetzt hier so ein bisschen verblichen, aber hier sind halt diese Kullern drin und das ist total toll. Genau, der ist ganz weich und leicht und für die Babys einfach total praktisch und auch nicht teuer. Ich glaube 13 Euro, ich bin total unvorbereitet, ich weiß nicht, was das alles kostet, wo ich es habe. Das ist auf jeden Fall auch aus so irgendeinem eBay-Shop und hat, glaube ich, echt nur 13 Euro gekostet. Die gibt es aber, wie gesagt, auch in klein und auch in groß, also der Preis variiert, aber das ist auf jeden Fall sein Geld wert. Dann hip. Echt toll. Also ich habe auch bis jetzt nur die zwei Sachen probiert
Und das ist diese Hip-Sensitive-Reihe. Und ich bin absolut begeistert. Also ich habe noch ganz, ganz, ganz viele Proben, die man so in der Schwangerschaft geschenkt bekommen hat und in diesen ganzen Päckchen drin sind, die man dann so zur Geburt geschenkt kriegt. Die brauche ich alle noch auf. Ich habe also auch verschiedene schon durchprobiert. Natürlich überwiegend Bübchen, finde ich auch in Ordnung. Aber hier, das riecht so toll. Also wirklich, mein Handy hängt. Gerade das, diesen Wind- und Wetterbalsam, der lässt sich so super verteilen, dass die glänzt wie so eine Speckschwarte hinterher. Also man sieht auch förmlich, dass das eine richtige Schicht auf dem Gesicht bildet, dass keine Kälte, dass die Haut angreift sozusagen. Ja, super, also hip. Ich habe auch schon ein paar Babykläschen noch. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass die genauso super sein sollen. Preislich liegen die, sind die Mittelklasse, sag ich mal. Es gibt natürlich weitaus hier Weleda, ist natürlich noch teurer, aber es gibt auch günstigere Varianten. Aber ich denke, wie lange reicht man damit? Ewig? Also das ist sein Geld definitiv wert. Dann Pampers. Ich habe, wie jede andere Mutti wahrscheinlich auch, auch diese No-Name-Marken alle durchprobiert. Und ich kann einfach nur sagen, dass Pampers definitiv die besten Windeln sind. Die sind aber auch die teuersten. Ne? Und jeder weiß, wie viel man so am Tag verbraucht. Also mit so einem Päckchen kommt man nicht weit. Nee. Aber ehe ich dann billig kaufe und mehrmals wechsle, weil sie einfach total schnell durch sind oder immer die Klamotten versauen, dann gebe ich doch lieber einmal viel Geld aus, bin aber auf der sicheren Seite, als dass ich mehr Geld bezahle an mehr Windeln von der anderen Sorte, von den Billigsorten und einfach die Klamotten mir versauen, ne, weil das überall durch quackert. Auch die Feuchttücher. Ich habe jetzt hier nur noch so eine Probe für die Wickeltasche, weil ich einfach noch so viele andere Feuchttücher habe, die will ich natürlich oft brauchen. Ne? Aber ich habe auch von denen schon einige und die nehme ich auch für die Wickeltasche. Und die sind einfach, die sind schön feucht. Das sind ja hier, ich hatte von Penaten die sind mir einfach zu trocken. Die riechen auch komisch, die riechen toll, sind schön feucht. Bombe. Wenn mein Vorrat aufgebraucht ist, werde ich auf jeden Fall die dann nachkaufen. Dann Babyklamotten. Oh, als Mama liebt man es zu shoppen. Und irgendwie nimmt man sich wahrscheinlich immer, also ich nehme mir immer vor, ist Schluss jetzt, hast jetzt für die nächsten zwei Größen, die danach kommen, hast du alles da, kaufst nicht mehr. Aber irgendwas sieht man immer. Und ich muss mich wirklich zügeln. Also ich meine, ich glaube oder ich weiß von Bildern, dass es echt verrückte Mütter gibt. Ich weiß nicht, ich glaube, die investieren ihr komplettes Elterngeld und Kindergeld in Babysachen. Also ich denke, ich habe nicht zu wenig. Aber ich habe, weiß Gott, noch nicht so viel wie manch andere, weil ich mich aber auch extrem zusammenreißen kann. Ja, und meine Favoriten, wo ich am allerliebsten einkaufe, ist Ernstings Family. Ich liebe den Laden. H&M, natürlich braucht man nicht drüber reden, Top-Favoriten, aber die sind eben auch extrem teuer. Und ich habe keine H&M in der Nähe, ich muss wirklich weit fahren. Also, was heißt wirklich weit? Aber ich muss halt 25 Minuten fahren ins nächstgrößere Einkaufscenter. Ich habe es halt nicht in der Nähe, zum Glück, vielleicht auch. Allerdings habe ich Ernstings Family in der Stadt und da bin ich in 10 Minuten hinspaziert. Und die haben aber auch einfach so tolle Sachen und für einen kleinen Preis. Und also nee, ich bin einfach total begeistert. Jetzt das allerletzte, was ich nicht selber gekauft habe, sondern die Schwiegermama. So einen ganz einfachen Pullover in Grün. Grün und Rosa kann man ja auch Bombe kombinieren. Hier schon die 74, so eine schöne Jogginghose. Vielleicht will sie ja mit der Mama Sport machen. Und so eine Leggings. Ich finde die Sachen einfach total niedlich. Und da gibt es zurzeit auch so viel von Minnie Maus. Und ich liebe Minnie Maus. Und ich darf nichts mehr kaufen. Ich kaufe auch nichts mehr. Allerdings ist das auch alles für die größeren Mädchen. Und meine Puppy trägt ja erst 68. Also ich meine, es ist schon groß. Aber die Sachen gehen, glaube ich, teilweise ab 86, 92. Ich könnte mal alles schon vorkaufen. Na klar. Mache ich aber nicht, weil ich mich zusammenreißen kann. Ja, also Ernstings Family, absoluter Tipp von mir. Die haben so schöne Sachen und günstig. Ich habe auch schon extrem viel. Ich könnte jetzt hier Kleiderschrank auf und euch alles zeigen, aber.
Ja, ein bisschen viel. Und wo ich auch nur total gerne einkaufen gehe, ist Kick. Die haben auch tolle Sachen. Da habe ich auch gleich noch was da, was ich jetzt gekauft habe. Das muss ich auch alles noch waschen. Und so habe ich die süßen Säckchen gekauft. Die haben, glaube ich, auch nur 3 Euro gekostet. In der 74, 78, wo wir ja bald reinpassen. Die sind so toll. Und ich hoffe ja, dass, wenn sie die 74 trägt, dann langsam der Frühling oder Sommer draußen. Das habe ich schon kurz was getragen mit so einem Tüll. Röschen. Total süß. Und die sind natürlich, ist Kick auch preislich top, nicht zu schlagen. Ja, genau. Dann mein erstmal letzter Favorit und aber auch bis jetzt, glaube ich, größter. Und zwar sind es zwei in einem. Das Laufgitter von Robert, das haben wir gebraucht über eBay Kleinanzeichen ergattert. Und der Rainforest von Fisher-Price. Wir haben, das ist für mich sozusagen ein Favorit, weil wir diesen Rainforest in den in das Laufgitter reingepackt haben. Genau, am besten zeige ich euch das mal. Da ist es. Hier liegen noch ein paar Socken. Das ist dieses Laufgitter von Roba. Das ist jetzt hier so eine Safari-Umrandung. Total toll. Und der Rainforest. Jeder kennt ihn und er ist einfach toll. Wenn man mal 20 Minuten, eine halbe Stunde Haushalt machen muss oder mal Essen kochen, einfach das Baby drunter legen und es ist absolut versorgt. Hier so und mit dem hier und damit. Und ein Spiegel haben wir hier dran und das hier und hier so ein Schwänzchen. Und hört man jetzt was? Nö. Hier gibt es natürlich auch verschiedene. Ja, genau. Super. Müsst ihr auch nicht unbedingt holen, könnt ihr auch gebraucht kaufen, muss ja nicht unbedingt immer alles neu sein. So, kurz und knapp, aber fein. Das waren meine Favoriten. Mehr ist mir jetzt an und für sich nicht eingefallen. Vielleicht hat der ein oder andere sich ja irgendwie von mir inspirieren lassen, irgendwas nachzukaufen. Also da absolute Muss für jeden kleinen Geldbeutel zu haben, das hier. Das dürft ihr eurem Baby nicht vorenthalten. Ja, das war mein erstes Favoritenvideo. Ihr dürft gerne Daumen hoch, Daumen runter und Daumen runter bitte begründen. Ihr dürft Vorschläge in die Kommentare schreiben, was ihr denn als nächstes oder zu welcher Rubrik ihr denn als nächstes vielleicht ein Favoritenvideo, nee, ein Lovelies, ich muss mich erst dran gewöhnen, ein Lovelies-Video sehen möchtet. Genau, ich hoffe, euch hat's gefallen. Macht euch noch einen schönen Tag. Tschüss!